So, dann wollen wir schon mal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir heute so getan haben. Wir haben eine zwar nicht ganz effiziente, aber dennoch existierende und irgendwo funktionierende Monsterfalle bzw. Mobgrinder gemacht für Skelette. Da ist für Optimierung Platz. Ich sehe es allerdings nicht ein, die Optimierung zu machen, während ihr hier zuguckt, weil das Ding ist, ich will niemanden langweilen. Und ich habe schon mal gesagt, was ich am schlimmsten finde oder was ich fast am schlimmsten finde oder eine der schlimmsten Sachen bei Let's Playern, das ist, wenn sie während der Aufnahme, wie mache ich jetzt dieses? Das kann passieren und das passiert auch, ouch, genau wie das. Aber es sollte halt nicht überwiegend passieren, wenn du verstehst, was ich meine. Finde ich auch irgendwo respektlos vor der Zeit des geneigten Publikums. Jeder von uns hat nur eine begrenzte Lebenszeit und die wollen wir doch nicht damit verschwenden, indem wir Leute dabei zugucken lassen, wie wir failen, ne? Oder wie wir rumrätseln. Einer der Gründe, weshalb ich kurz davor bin, keine RPGs mehr zu Let's Playen. Aber dann wäre ich ja genau wie all die anderen Let's Player, die das nämlich nicht tun. Ja, die Hacke ist gleich, die Ho ist gleich abgeranzt. Das ist Scheuse. Soll ich vielleicht mal eine aus Diamant machen? Es gibt Leute, die machen das und ich finde es auch nicht unbedingt schlimm. Wenn man so viele Diamanten hat, dass man sich das leisten kann, warum nicht? Riddle me this. So. Oh, es wird Nacht. Es wird Nacht, es wird Nacht. So, dann können wir gleich noch mehr Bone Meal machen, als wenn wir noch nicht genug hätten. Na? Weiß Bescheid. So, ich holz das Ding hier mal runter. Und ich finde es immer noch doof, dass es nicht zerfällt, wenn der Holzstamm weg ist. Das ist inkonsistent mit dem anderen Quatsch. Ich mache mal den Quatschi-Matschi hier kurz weg. Und dann gehen wir einmal kurz schlafen. So. Würde gerne das untere Stockwerk zumindest auf neuesten Materialstand bringen. Das wäre wirklich klasse. Wo wir gerade dabei sind, davon zu reden. Könnte man ja hier mal. Ja, das könnte man doch. Und natürlich, wo wir es schon mal dran haben. Jo, jetzt ist die Frage, holt das mal her. Krieg ich das da so dran getackert? Ja, natürlich. Super, das gefällt mir. Da stimme ich für. So. Ja, sieht doch viel geiler aus. Ab jetzt sind das die Materialien. Boink, boink. Ich finde das lustig, mit dem auf dem Bett rumspringen. Vor allen Dingen, dass es noch dazu funktioniert, also dieses Gebounce, dass das wirklich geht. Das finde ich gut. So. Die Frage ist jetzt, lasse ich die Fenster so wie sie sind oder mache ich sie aus lila Glas, wie das halt für Arcane Institut. Ja, ich mache es aus lila Holz Glas. So, das hier ist eigentlich nur wegen Katzen da, falls du dich das fragst. Warte mal. Ah ja, der untere Part ist voll. Ich kann immer noch nicht fliegen, ich weiß. Ja, jetzt müsste ich erstmal hier. Ja, einiges von dem Holz und von dem Material wird
unweigerlich in den Ohrkuss gehen, weißt du, Kuss auf Ohr. Aber möglichst wenig, bitte. So. Wie ist das? Ach so, geht bis zum oberen Holzstamm. Ja, lila Glas hatten wir, glaube ich, mitgebracht und irgendwo in eine Truhe geschmissen. Frag mich nicht wo. Hä? Da. Genau. Habe ich mich doch richtig erinnert. Jo. Superb. Ja, ich lobe mich gerne selbst. Wenn es denn einen Grund dazu gibt, ja. Gut, jetzt. Es würde mich wundern, wenn ich die da oben rauskriegen würde. Naja, warum nicht? So. Das ist doch einfach nur, um mich dahin zu locken. Das da wird lustig. Naja, jetzt reg dich mal nicht so auf. Stell dich mal nicht so an, Kollege. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Genauso wie das Material wiederzukriegen. Aber ich möchte eigentlich erstmal hier unten die unteren Etagen einigermaßen hinbekommen. Also die unteren Etagen. Mehrzahl was. Ja, das ist nicht immer alles ganz leicht. Diese Tür da ist natürlich auch veraltet, kann man so sagen. So langsam werde ich doch ein bisschen müde. Ja, müsste jetzt irgendwie so auf 2 Uhr zugehen oder so. Ich bin auch schon seit heute Morgen um 3 wach. Muss man dazu auch wissen. Kann man dazu wissen. Ja, da habe ich gerade noch 3 Knötze. Ja. Warum ist die Tür jetzt aufgegangen? Ach so, weil ein Klotz drauf gefallen ist. Deswegen, wenn man einen Klotz drauf wirft, geht die auf? Interessant. Wusste ich noch gar nicht. So, letzter Klotz da rein. Und dann gucke ich mal von innen. Ja, das sieht doch aus. Ah. Gut, und es wird schon wieder Nacht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist es aber? Oh, ja, da habe ich ein Banner abgehauen. Das müsste wieder dran. Und das Erdbeerquatschi-Matschi müssten wir auch mal dann wieder nach Honkheim rüberbringen. Oder besser gesagt nach Santiago de Compostela. Ja. Jetzt schlafen wir, lasse ich das. Warte mal. Erstmal. Banner. Hatten wir nicht mehr als eins? Naja, wenn, dann ist es wohl irgendwie despawned oder so. Dann Friede seine Asche. Ich mache erstmal das, was... Ah, da ist es. Da ist das Banner. Ich wusste doch, dass wir mehr als eins hatten. Ich kann mich noch daran erinnern, zur Musik von Heidevolk haben wir hier Pillager geklatscht. Ach, das war lustig. So. Ja, ich versuche es erstmal alles von hier unten jetzt abzubauen. Das dürfte möglich sein. Nicht ganz, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn das jetzt langweilig ist, dann tut mir das leid, aber auch dieses muss getan werden. Baustoffbeschaffung ist auch wichtig. Ebenso wie Kampf, Craften, der Bau von Monsterfallen und ähnlicher Quatsch. Alles das gehört zu Minecraft.
Hier diese Balustrade, weiß ich auch nicht, warum ich die nicht schon längst fertig gemacht habe. Keine Ahnung. Ich finde dieses Holz ganz einfach wunderschön. Das Blaue ist auch nett, aber... Also erstens habe ich noch keins davon gefunden. Also weil ich noch kein blaues Biom habe. Aber war es... Wo war das jetzt, wo ich ein blaues Biom aus der Entfernung gesehen habe? Weiß es nicht mehr. Letztes Mal irgendwie, als wir im Nether rumgeeiert haben, da ist das gewesen. Helft mir mal auf die Sprünge. Sonst muss ich mir extra die Folgen angucken. Wäre jetzt auch nicht schlimm. So. Was ich jetzt ganz gerne mal machen möchte sofort, das ist, ich möchte mir zwei von denen holen. Und zwar wirklich nur zwei. Das muss nicht. Und dann eine Tür bauen, aber wir kriegen natürlich drei. Ist klar, ne? Ja. Erdbeerquatschi-Matschi aus dem Slot. Und ja, eigentlich müsste man auch die Druckplatte aus Crimson Wood machen. Damit alles aus einem Guss ist. Ja, so gehört sich das. Und ja, ich glaube, wir haben gerade noch zwei von den Dingern. Da könnte man eine Druckplatte draus machen, ne? Jo. Super. Gefällt mir. Like. Das ist doch was. Jo, hier ist noch immer alles nicht auf den neuesten Stand gebracht im unteren Stockwerk. Dann lass uns damit mal fortfahren. Wie viel... Ja, so langsam runnt die Time out. Time's running out. Und natürlich geht hier auch eine ganze Menge Außenbeleuchtung flöten. Das sollten wir auch nicht vergessen. Und dafür sorgen, dass die wieder da ist. Creeper-Besuch am Morgen ist einfach überhaupt nicht schön. Ugu. Ach ja, meine Ugus, die ich immer noch lieber habe als diese Quick Piglins. So. Ja, da fehlt noch eine Platte. So, pass mal auf. Ja, ich weiß, mit Seitenschlag könnten wir das retten, aber das ist mir jetzt vollständig wurscht. Ich will das jetzt schnell haben. Und wenn ich das will, dann ist das so. So. Naja, das... soll ich jetzt schlafen gehen oder lasse ich einfach mal die Nacht vorbeigehen? Ja, ich möchte ja auch demnächst mal den Phantomkampf mal wieder machen. Das ist so lange schon her, dass ich gegen Phantome gekämpft habe. Das war damals im englischsprachigen Let's Play das letzte Mal. Da weiß ich noch, da kam ich aus der Wüstenfestung, in die Wüstenfestung aus dem Nether und hatte mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, als ich Nächte vorher nicht geschlafen hatte und dann auf einmal waren die Viecher da und haben mich wirklich so, als ich kam aus so, aus so einem Schachtausgang raus und die Dinger so stießen so von oben herab und ich habe mich so erschrocken. Könnt ihr alles sehen. Alles nachprüfbar. So. Alter, das wird langsam hier. Ja, das wird langsam. Und mir gefällt's. Ja. Ja, warum hatte ich es vorher mit Bruchstein gemacht? Weil ich vorher eigentlich nicht daran gedacht habe, diesen Turm zum Arkan-Institut zu machen. Das sollte ein einfacher Burgturm werden. Die Idee mit dem Arkan-Institut kam eigentlich erst, so viel ich weiß, als ich das Ganze hier zu Stephansburg umgewidmet habe. Und dann weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, warum. Hier ist noch der Loon von, wo ich für die Polenburg die Banner gebaut habe. Ihr erinnert euch noch, ne? Polenburg. Ja, lang ist's her.
Dieser Ort hat viele Besitzer gehabt. Naja, drei. Sie sind aber auch genug. Denn so viele Wechsel hätte ich mir eigentlich nicht gewünscht. So, delle. Dann Etzadler. Wah. Du kannst immer noch nicht fliegen, Vögelchen. So, dann. Oh, Baumaterial geht langsam auch schon wieder aus. Ja, das ist auch nicht gut. Ja, ich darf auch nicht vergessen, dass ich draußen nur die Hälfte der Fungi weggehauen habe und da noch eine ganze Menge rumhängt an Kram. Ja, das muss natürlich auch noch alles aus dem anderen Material gemacht werden. Gibt noch so viel zu tun. Habe ich gerade. Ach, da ist ja die Axt, genau. So langsam werden meine Augen müde. Meine Augen sind müde. So, nee, du gehst da mal besser nicht raus und stellst dich dahin, sonst muss ich nämlich wieder springen. Und wir wissen, was das bedeutet. Dabei habe ich es doch einmal geschafft, von hier oben runter zu springen und nicht zerlegt zu werden. Weißt du, noch ganz am Anfang, als hier noch gar nichts gebaut war. Aber da war ich damals auch noch jünger. Und meine Sprungkraft war größer. So. Tja. Tschüss, Glas. Tschüss, Glas. Sind das da unten Kürbisse eigentlich, die da in der Gegend rumstehen? Also auf jeden Fall sind da Fackeln und ich weiß, dass wir da mal einen Kampf geführt haben, als ich das Bett mal wieder verloren habe. Vergessen. So, nö. Kein Holz mehr da. Also zumindest kein passendes. Na gut. Dann machen wir hier mal weiter. Ich höre das Portal und denke, scheiße Phantome. Ja, irgendwie, weiß nicht, hat Ähnlichkeiten, das Geräusch. Boom, boom. Oh, diese Schumlights machen solche schönen Boom-Geräusche, finde ich lustig. So, oh, ich werde echt langsam ein bisschen schwummerig. Ich sollte vielleicht nicht so viel Kaffee trinken während des Let's Plays. Mir ist aufgefallen, das macht irgendwie mit der Zeit dann müde. Also es macht einen Gegeneffekt von dem, was es eigentlich tun soll. Ach, was du nicht sagst. So. Ja, dann. Ich würde sagen, wir machen noch einmal frische Pilze. Frische Pilze, ja. Wo ist denn der Dirt geblieben? Da ist der Dirt geblieben. Ach, was für ein schöner Sternenhimmel auf der Stephansburg. Das sieht geil aus. Also die Kombination. Aber ich habe auch schon eine Idee für sogenannte dunkle Arkane-Institute. Das wird lustig. Also eine Materialkombination. Okay. Ich versuche hier nur momentan gerade nicht runterzufallen. Ist verständlich, ne? Da unten, Honky Island. Ja, wenn man sich überlegt, was hier schon alles passiert ist, du meine Güte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir das erste Mal hoch sind. Ach ja. Und der Start in dieser Welt, der eigentlich hätte perfekter nicht sein können. Ich meine, war ziemlich schnell, dass wir Eisen hatten, vernünftig Kohle und so und